Wir sind in Frankfurt auf der IAA und wir zeigen euch jetzt eure Messe-Highlights, die ihr euch gewünscht habt. Unter den Themen, die ihr euch gewünscht habt, ist der Spitzenreiter die E-Mobilität. Wir probieren euch so viel wie möglich dazu zu zeigen, aber die IAA ist riesengroß und alles werden wir sicherlich nicht schaffen. Aber es gibt ja auch noch viel anderes Spannendes auf der IAA 2017. Kommen wir zu den Highlights des VW-Konzerns hier in der großen Halle. Und hier auf der Seite befindet sich direkt das allererste Highlight, der RS4 Avant. Ob er als Limousine kommen wird, ist nicht klar, zumindest nicht nach Deutschland. Deswegen alle Infos zum Kombi jetzt. Der Audi RS5 war bereits der sportliche Vorbote. Jetzt schicken die Ingolstädter den RS4 Avant nach. Zwar nicht ganz so bullig wie sein Coupé-Bruder, aber dennoch eine imposante Erscheinung. Die scharf gezeichnete Schürze mit großen Lufteinlässen dominiert die Front. Eins macht dieser Power-Kombi sofort klar, die linke Spur gehört ihm. Unter der Haube arbeitet das bekannte RS5-Aggregat. Das bedeutet ein 6-Zylinder-Biturbo mit 2,9 Litern Hubraum, satte 450 Pferdestärken und ein maximales Drehmoment von 600 Newtonmetern dürften für ein flottes Reisetempo genügen. Drückt man das Gaspedal durch, wird es Kind und Kegel mit Sicherheit in die Sitze drücken. Denn der bayerische Pampers-Bomber schießt in 4,1 Sekunden von 0 auf 100. Bei abgeregelten 250 km/h bleibt die Tachonadel des 1,8 Tonners schließlich stehen. Interessierte Familienväter und Mütter können schon mal mit dem Sparen beginnen. Die Preise für den Audi RS4 Avant starten bei knapp 80.000 Euro. Das ist eine weitere Neuheit auf dem Audi-Stand, der R8. Mit Hinterradantrieb, dass er kommt, war ja zu erwarten, weil es den Lambo ja auch mit Hinterradantrieb gibt. Ja, ich finde, mit dem roten Streifen sieht er eigentlich ganz nett aus. Und es ist natürlich die große Frage, wie viel Gummi wird da hinten verbrennen? Ich denke, einiges. Wir schauen uns mal den Stand ein bisschen weiter an. Der sieht sehr futuristisch aus, hier mit den roten Lichtern überall. Es ist so ein bisschen Overkill. Hier drüben steht der S3. Ich finde, was man mal sagen muss, die Messefarben von Audi, auch hier dieses Grau, die lassen sich da immer was einfallen, ob das dann am Ende auch in der Serie irgendwann ankommt. Also man kann ja viele Farben kaufen bei Audi über dieses Exklusivangebot. Kostet dann immer 2.400 Euro, deswegen werden wir davon wahrscheinlich nicht so viel sehen. Hier ist die ganze Reihe an G-Tron-Modellen, das heißt an Audis mit Gasantrieb. Und es gibt schon einige, also A4, A5 gibt es mit Gasantrieb. Hier der Audi A3 als e-tron. Ja, es gibt alternative Antriebe bei Audi. Die Frage ist halt immer, kaufen die Leute das auch? Und ja, wenn man sich mal so die Autobahnen anschaut, dann glaube ich eher nicht. So, ich habe hier noch was entdeckt. Der neue 50-Liter TDI von Audi. Natürlich nicht. Das ist hier echt etwas, wo ich mir an den Kopf packe. Die neuen Bezeichnungen von den Motoren für Audi. Hier steht jetzt nicht mehr 3 Liter TDI. Zukünftig, sondern eben die 50, die für einen bestimmten Kilowattbereich steht, in dem sich die Leistung des Fahrzeugs befindet. Also das geht von 30 TDI, wie es dann an einem jetzigen 2.0 TDI stehen würde, bis eben zu diesen 50er Zahlen, 55. Das kommt alles aus China, weil bei denen mehr immer besser ist und die haben sich daran gestört, dass hinten 2 Liter dran steht und nicht irgendwas Tolles Großes. Und deswegen stehen da jetzt solche verrückten Zahlen. Oh, mein Gott, ist das blöd. Ihr wolltet ja den kompletten Audi-Stand sehen. Hier ist der Rasen von Audi, den habt ihr jetzt auch gesehen. Jetzt gehen wir mal darüber. Da stehen nämlich die ja, ganz neuen Sachen. Natürlich auf der linken Seite der neue A8 mit autonomen Fahren der Stufe 3. Das ist ja so ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Klar können die Stauassistenten anderer Hersteller auch im Stau quasi autonom fahren, aber rechtlich ist da der Fahrer immer noch der Führer des Fahrzeugs. Bei Stufe 3 ist es so, dass der im Stau autonom fährt, der Fahrer aber von dieser Pflicht des Fahrzeugsführens entbunden ist. Also das ist der große Unterschied. Dann steht hier der Audi e-tron Quattro, der wird laut Aussage von Audi 2019 tatsächlich auf den Markt kommen. Und dann ja, eine weitere Studie, da ist er, eine weitere Studie, der Audi Icon. Das Besondere daran ist,
Ja, dass man da eine neue Batteriezellentechnologie ausprobieren wird, dazu gibt Audi leider noch keine Informationen raus. Aber das ist ja die große Krux, eben die klimafreundliche Herstellung von den Akkuzellen. Okay, am Stand von VW, hier steht der Polo als Erdgasvariante. Das ist ja einer der neuen Motoren beim Polo. 1 Liter Erdgasmotor, 90 PS. Und hier auf der Seite kann man sehen, 87 Gramm CO2. Das ist eben der große Vorteil des Erdgasmotors, auch gegenüber dem Diesel, dass er so viel CO2 spart. Die E-Autos von VW, hier steht der E-Up. Also es ist immer die Sache, ne? Wir verlangen ja alle nach E-Autos und ich glaube, die Hersteller würden auch viel mehr E-Autos auf den Markt bringen, wenn sie die Leute kaufen würden. Und momentan ist es aber eben so, dass die Technik so teuer ist, dass die E-Autos eben auch sehr teuer sind und deswegen kauft sie keiner. So 20.000 Euro für so ein Up gibt halt niemand aus. Das ist das neueste Mitglied der ID-Familie, der ID-Cross, eines von 50 rein elektrischen Modellen, welche ja VW in der Zukunft an den Markt bringen will. Also ich finde, die explodieren jetzt hier förmlich. Die Frage ist eben, wie schnell sich das durchsetzen kann. Dabei spielt natürlich die richtige Infrastruktur eine Rolle, die Lademöglichkeiten und ganz klar auch der Preis von diesen Autos. Wir gehen jetzt mal rüber zum T-Roc, denn den gibt es auch in der Airline. Okay, hier ist der VW T-Roc in der Airline. Ich finde, es ist eigentlich, also für mich persönlich ist er schicker als der Q2. Und in der Airline bekommt er jetzt eben noch so ein paar Applikationen, die Silber-Applikationen, ein paar schwarze Applikationen. Guck mal, da steht der Kollege von Vox Automobil, der Andi. Ah, der sieht uns jetzt nicht. Oh, guck mal, da steigt er ein. Ja, so ist das halt. Hier treffen sich immer alle auf den Messen. Wo gehen wir hin? Zu Bentley. Ich bin ja witzig, das ist gar nicht der Airline. Der Airline, der steht dahinter. Da ist er, der neue Continental GT. Und die größte Neuerung, finde ich, sind auf den ersten Blick die Heckleuchten, die jetzt so horizontal da drin sitzen. Und ich finde, er ist auch optisch sehr schlank geworden im Vergleich zum Vorgänger. Aber auf jeden Fall, die wichtigsten Infos kommen jetzt. Neuigkeiten aus dem Vereinigten Königreich. Bentley stellt die dritte Generation des Continental GT vor. Der luxuriöse Viersitzer ist insgesamt länger und flacher als sein Vorgänger. Das Heck zieren neu gestaltete, ellipsenförmige Rückleuchten. Der überarbeitete 6 Liter W12 Biturbo TSI leistet nun 635 PS und 900 Newtonmeter maximales Drehmoment. So soll das Ende der Beschleunigung erst bei 333 km/h erfolgen. Erstmalig kommt ein 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe anstelle einer Wandlerautomatik zum Einsatz. Im Vergleich zu der vorhergehenden Generation speckt der GT 80 Kilo ab. Das gelingt, weil der alte Continental technisch mit dem VW Phaeton verwandt war, der neue jedoch mit dem Porsche Panamera. Ein technisches Highlight wartet im Innenraum. Wer keine Lust auf den 12,3 Zoll Touchscreen hat, kann per Knopfdruck zu analogen Anzeigen wechseln. Einen weiteren Knopfdruck später ist nur die feine Blende zu sehen. Bentley, der Hoflieferant des britischen Könighauses, gibt sich bei einer Information besonders vornehm zurückhaltend. Die Preise des neuen Grand Tourer werden erst nach der IAA bekannt gegeben. Ab März 2018 stehen die ersten Auslieferungen an. Am Stand von Porsche vor einem Auto, das ihr euch auch gewünscht habt zu sehen, der 911 GT2 RS, eine echte Monstermaschine, 700 PS, 750 Newtonmeter Drehmoment. Ich habe natürlich schon einen bestellt, ja, hier so in Modellautoformat. Was hier noch steht, GT3 Touring, und das ist, glaube ich, auch ein Auto, was sehr viele erwartet haben. Der GT3 ohne den fetten und für mich peinlichen Heckspoiler. Die Leistungsdaten bleiben gleich, aber man hat eben das GT3-Paket, 500 PS, 460 Newtonmeter und ein Preisschild von, ich weiß es nicht, viel zu teuer. Am Stand von Skoda und hier hinter mir das weiße Auto, das ist nicht der Kodiaq, sondern das ist der Karoq. Der sieht echt aus wie ein geschrumpfter Kodiaq. Schaut euch mal die wichtigsten Infos an. Mit dem Yeti konnte Skoda bereits kräftig bei den SUVs mitmischen. Jetzt präsentieren die Tschechen den Nachfolger, den neuen Karoq. Das kleine SUV nutzt die gleiche Plattform wie Seat Ateca und VW T-Roc, den modularen Querbaukasten A1. Die Radkästen des Viertürers sind ausgestellt, die Gürtellinie verläuft leicht ansteigend.
Optisch spricht der Karoq die Designsprache seines größeren Bruders Kodiaq, bleibt dabei aber deutlich kompakter. 4,38 Meter misst der Neuling in der Länge. Beim Laderaum bietet der Karoq 521 Liter bei feststehender hinterer Sitzbank. Werden die Sitze umgeklappt, erhöht sich das Fassungsvermögen auf 1630 Liter. Die Basisbenziner und Diesel leisten jeweils 115 PS. Der stärkste Benziner kommt auf 150 Pferdestärken. Bei den Dieseln endet das Leistungsspektrum erst bei 190 PS. Zum Marktstart im Oktober sind lediglich gehobene Ausstattungsvarianten lieferbar. Somit beginnen die Preise bei gut 24.000 Euro für den kleinsten Benziner. Der günstigste Diesel schlägt mit 27.190 Euro zu Buche. Hier habe ich noch ein Auto gefunden aus dem VW-Konzern mit dem wahrscheinlich schlechtesten Bremsweg im ganzen Konzern. 491 Meter, allerdings von 400 auf 0. Ja, der Bugatti Chiron, und damit beenden wir unseren Rundgang in der VW-Halle.